Hallo, ihr Motorradverrückten. Heute zerlegen wir gemeinsam den Vergaser der Kawasaki GPX 600R. ZX 600C heißt das Modell. Wir haben heute Glück, wir müssen nämlich nicht viel filmen, denn dieser Vergaser ist bis auf ein Detail baugleich mit dem Vergaser der GBZ 600. Und davon haben wir schon ein Video, das bekommt ihr gleich zu sehen. Der einzige Unterschied, der ist hier zu sehen, und zwar diese kleinen Anschlüsse, wo hier das Kühlwasser durchläuft, ja. Das ist eine Vergaserheizung. Die soll also einfach nur, wenn es draußen sehr, sehr kalt ist, das Vereisen der Vergaser verhindern. Das hat der im Video nicht. Dieser hier hat es. Also einfach müsst ihr hier nur wissen, wenn es hier stört, wenn ihr hier ran müsst, ja, könnt ihr das einfach beiseite drehen. Das ist im Grunde der einzige Unterschied. Ansonsten schaut gern mal in die Videobeschreibung. Da bekommt ihr noch verlinkt ein Video, wie man diese fest verpressten Schwimmernadelventilsitze poliert. Und außerdem verlinken wir euch noch ein Video, wo gezeigt wird, wie man diese Vergaserbank, falls es nötig ist, voneinander trennt, um hier an diesem T-Stück und an diesen Kraftstoffleitungen die O-Ringe zu wechseln. Ein weiterer kleiner Hinweis noch. Ich habe das natürlich vorher überprüft, ob das der gleiche Vergaser ist, und habe gesehen, in dem Video, was ihr gleich sehen werdet, habe ich vergessen, den Zerstäuberkopf hier rauszuholen. Das heißt also, achtet bitte darauf, wenn der Düsenstock draußen ist, ja, das ist dieser, dann steckt hier noch, wir schauen mal hier rein, dieses kleine goldfarbene Bauteil da drin, ja, und da drücke ich jetzt einfach nur mal drauf, zack, und dann kommt das hier raus, manchmal muss man ein klein bisschen drücken, das ist der Zerstäuberkopf, ich lege den mal hier hin, der hat zwei Seiten, darauf achtet ihr bitte, diese eine Seite ist so ein klein wenig geschlossener, und ich drehe ihn einmal um. Und die Seite, die ihr jetzt seht, die ist so ein klein wenig offener. Und die offene Seite gehört quasi hier mit dem Kopf voran hereingesteckt. Das habe ich tatsächlich in dem anderen Video vergessen. Aber wie gesagt, ansonsten ist der Vergaser absolut identisch aufgebaut. Ihr bekommt jetzt also das Video zu sehen. Viel Spaß damit. Wie immer zeige ich euch das anhand einer Kammer oder eines Vergasers. Die anderen sind baugleich. Das schafft ihr dann allein. Jetzt zeige ich euch erstmal, was wir dazu benötigen. Wir brauchen einen Kreuzschlitzschraubendreher in der Größe PH2. Wir brauchen Schlitzschraubendreher in unterschiedlichen Größen. Habt da immer eine größere Auswahl da. Eine kleine Spitzzange ist manchmal sehr nützlich. Wir brauchen einen schlanken Dorn. Eine kleine und kräftige Taschenlampe. Einen 12 mm Gabelringschlüssel sowie einen 8 mm Gabelringschlüssel. Und ein kleines selbstgebautes Tool. Und zwar ist das, ihr seht es dort, ein Haken, gebogen aus dem Draht einer Büroklammer. Hier mit so einem kleinen Griff dran. Und ja, das brauchen wir. Und dann geht es auch gleich los. Ein wichtiger Hinweis noch. Bitte schau auf alle Fälle einmal kurz in die Videobeschreibung. Sollte ich vergessen, etwas zu sagen oder sich im Nachhinein zu deinem Vergaser noch eine Info ergeben, kann ich das dort nachtragen. Und außerdem findest du in der Videobeschreibung eine Mailadresse von einem Profi, zu dem du deinen Vergaser zur Ultraschallreinigung schicken kannst. Weiterhin wird gern gefragt, verdient der Vergaseronkel denn eigentlich Geld damit? Das ist das Coole, wenn du mit den Affiliate-Links die Reparatursätze aus der Videobeschreibung kaufst, unterstützt du unseren Kanal beim Erhalt und beim Wachstum. Außerdem einen Shop mit schneller Lieferung und mit fantastischen Bewertungen. Als erstes demontieren wir den Choke. Ich bin jetzt auf dieser Seite und ihr werdet sagen, ja, da hat das ja leicht, denn dieser hier, eins daneben, der sitzt hier zu dicht am nächsten Vergasergehäuse. Der lässt sich gar nicht demontieren, ohne dass ihr die Vergaser voneinander trennen würdet. Ich würde hier für eine Ultraschallreinigung den herausschrauben und so weit wie möglich herausschieben. Dann hat das Reinigungsmedium auch die Chance, überall hinzukommen. Das würde in diesem Fall, wenn die Verschmutzung nicht exorbitant groß ist, ausreichen. Gut, also ich schraube den hier los. Wir brauchen den 12 mm Gabelringschlüssel. Hier ist manchmal ein bisschen schwer ranzukommen. So. Aber das passt hier. Ich lockere das und mache den Rest, wenn es noch nicht mit den Fingern geht, hier ganz vorsichtig mit einer Spitzzange. So, das wird also ganz herausgedreht. Den Rest mache ich jetzt hier ganz vorsichtig mit einer kleinen Spitzzange. Es ist ja gelöst. So, an einem gewissen Punkt kann man das ja auch sicherlich ganz gut. Nein, das rutscht noch. Gut, also mit der Zange ganz heraus
Und dann können wir den Schokolben gleich rausziehen. Wenn ich in 10 Jahren fertig bin, wahrscheinlich. So, da ist er. So sieht er aus. Den legen wir beiseite. Und es geht gleich mit dem Deckel weiter. Es geht weiter mit dem Unterdruckdeckel. Der ist mit diesen 4 Kreuzschlitzschrauben hier verschraubt. Ihr seht, ich habe hier nebenan schon, da bin ich nämlich schon fertig, sind Inbusschrauben verbaut. Dazu würde ich euch auch raten, denn ihr wisst, dass diese Kreuzschlitzschrauben, diese japanischen, sind meistens sehr, sehr weich und werden ja im Laufe der Zeit nicht besser. Ich verlinke euch jetzt oben rechts ein Video mit einem Lösungsvorschlag. Was kann ich denn machen, wenn der Schraubenkopf so kaputt ist, dass mein Schraubendreher hier nicht mehr ordentlich greift? Während ich die Schrauben rausschraube, halte ich mit dem Daumen den Deckel fest, denn ich weiß, darunter sitzt eine Feder und ich möchte nicht, dass es hier mit Schwung mir entgegenkommt. Also halte ich das hier ein wenig fest. So, die Schrauben sind raus. Jetzt hebe ich den Deckel vorsichtig ab. Das ist besagte Feder. Hier drunter sitzt der Schieber mit der Membran. Die Membran, also die Feder, kann man hier einfach rausnehmen. Hier ist so ein kleines Kunststoffelement drin. Das hält die Teillastnadel in Position, zeige ich euch gleich. Und wenn ihr das ausbaut, könnt ihr die Membran gleich auf Beschädigung, auf Risse, auf Löcher kontrollieren. Checkt bitte auch gleich, ob die hier ordentlich reinpasst. Wenn die geschrumpft ist und einfach zu klein geworden ist, verlinke ich euch jetzt oben nochmal ein Video mit einem Lösungsvorschlag für dieses Problem. So, da haben wir den Schieber mit der Teillastnadel und die können wir jetzt einfach hier herausrutschen lassen. So sieht die aus. Und ich zeige euch das eben. Im montierten Zustand wird die Nadel von diesem kleinen Kunststoffelement in der Feder, Moment, so, meine Finger schon ein bisschen weg hier, festgehalten, in Position gehalten, dass sie sich also dort nicht bewegen kann. Ja, dann sind wir hier oben soweit durch und es geht gleich mit der Schwimmerkammer weiter. Weiter geht's mit der Schwimmerkammer. Es sind wieder 4 Kreuzschlitzschrauben von der berühmten butterweichen japanischen Qualität. Die müssen also gelöst und komplett herausgeschraubt werden und das mache ich jetzt erstmal. Die 4 Schrauben sind herausgeschraubt. Ihr könnt jetzt also den Schwimmerkammerdeckel gerade nach oben abheben. So sieht er aus. Er braucht eine neue Dichtung auf alle Fälle. So, wir legen hier los mit dem Schwimmer. Das ist der. Der wird gehalten von einer kleinen hier hereingesteckten Achse, von so einem kleinen Bolzen. Und den kann ich mit meinem Dorn, da sieht man das, sieht man fantastisch, ja? Den kann ich mit dem Dorn also einfach hier herausschieben. Nehme den. So. Jetzt hält der Dorn sozusagen den Schwimmer fest. Ich kann den Schwimmer hier festhalten und den Dorn herausziehen und den Schwimmer nach oben abheben. Am Schwimmer hängt das Schwimmernadelventil. So, ja, da sieht man es fantastisch. Das ist hier also nur draufgehängt auf diese kleine Metallzunge. Das kann ich also einfach abnehmen. Lege ich alles beiseite und wir können uns schon mit den Düsen befassen. Die Hauptdüse ist im Düsenstock eingeschraubt. Wenn ihr die lockern wollt, könnt ihr hier mit dem 8 mm Gabelringschlüssel festhalten und hier oben die Düse lockern oder herausschrauben. Hier können wir die herausschrauben, hier gibt es keine Gefahr der Verwechslung, aber eine ganz wichtige Information von mir. Also, das ist die Hauptdüse, so sieht die aus. Das ist ja jetzt hier der Vergaser für einen Vierzylindermotor. Und bei diesen sind in der Mitte, bei den Zylindern, die also weniger Kühlluft abbekommen, größere Hauptdüsen verbaut als bei den beiden äußeren. Warum? Ganz einfach, diese größere Hauptdüse lässt ein klein wenig mehr Kraftstoff im Kraftstoff-Luftgemisch hinein und erzielt damit eine höhere Innenkühlung. Dass also dieser Ausgleich von der Kühlung wird hier über die Düsen gemacht. Also passt bitte auf, wenn ihr den komplett zerlegt, schaut euch das an und notiert euch das. Im nächsten Schritt demontiere ich hier den Düsenstock der Hauptdüse. Dazu brauche ich nochmal den 8 mm Gabelringschlüssel. Einmal lockern, herausschrauben. So sieht der Düsenstock aus. Und dann lege ich den beiseite. Und jetzt haben wir hier drinnen in dieser Vertiefung noch die Leerlaufdüse. Achtet bitte darauf. Ich glaube, das kriegen wir nicht so gut eingefangen. Es ist sehr tief.
Achtet bitte darauf, dass ihr ein gut passendes Werkzeug nehmt. Schraubendreher so groß wie möglich, nicht zu schmal. Der passt hier gerade so rein. Von dem musste ich sogar mal, das ist eigentlich ein Elektriker-Schraubendreher, diese Isolierung hier entfernen. Aber der passt für viele Dinge sehr, sehr gut. So, gelöst. Und jetzt könnt ihr die hier vorsichtig herausfallen lassen. So sieht die kleine Leerlaufdüse aus. Die lege ich jetzt auch beiseite und dann geht es gleich weiter mit dem letzten Schritt mit der Gemischschraube. So Freunde, letzter Schritt, die Gemischschraube, die sitzt hier drin. Und ihr könntet jetzt gucken, wie war sie eingestellt, indem ihr sie ganz hereinschraubt und dabei mitzählt, wie viele Umdrehungen waren das. Ich schreibe euch aber in die Videobeschreibung auch die Grundeinstellung nach Werkstatthandbuch hinein. Bitte seid so nett, wenn ihr dieses Video schaut, schaut auf alle Fälle in die Videobeschreibung. Denn wenn sich im Nachhinein noch irgendetwas zu diesem Vergaser ergibt, eine Information oder ich habe mich vielleicht irgendwo versprochen, dann werde ich das dort ergänzen. Außerdem, sehr praktisch für euch, findet ihr in der Videobeschreibung die Mailadresse von einem Profi, zu dem ihr den zerlegten Vergaser zum Ultraschallreinigen schicken könnt. So, hier haben wir jetzt also die Gemischschraube, soweit herausgeschraubt, wie es geht. Ich nehme die jetzt raus. So sieht die aus. Das ist die mit der kleinen Spitze. Die Spitze bitte auf Beschädigung kontrollieren. Und jetzt brauchen wir unser kleines selbstgebasteltes Werkzeug, denn auf der Gemischschraube sitzt eine Feder. Ich lege euch das mal hier in der korrekten Montagereihenfolge hin. Und auf der Feder sitzt hier noch eine kleine Stahlscheibe und ein O-Ring. Und jetzt spielen wir hier Angeln. Da haben wir es. Das ging recht leicht. Manchmal dauert es eine Weile. Der O-Ring klebt auch gerne mal dort unten dran an dem Sitz. So, das ist die korrekte Montagereihenfolge. Die Schraube, da drauf die Feder, dann die Scheibe, dann der O-Ring. Den macht ihr bitte auch neu. Wie gesagt, Reparatursatz bzw. Dichtsatz ist in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Ja, Freunde. Das war's. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, jetzt ist er auseinander, wie kriege ich es zusammen? Das Video von der Montage bekommt ihr jetzt oben rechts verlinkt. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, dass ihr einen Daumen da lasst und natürlich auch ein Abo und wünsche euch viel Spaß beim Projekt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.